Ist nämlich gar nicht so wichtig. So, was haben wir denn da? Ein Bomber. So. Dann lass uns diesen Bomber aber mal schnell kaputt machen. So, der hat sich gerade geheilt. Ich frage mich eigentlich, warum. Hat irgendjemand jetzt gerade hier Feuermagie angewendet? Scheint so, oder? Sonst wäre er doch direkt verreckt. Aber ich glaube, der Fehler wird uns nicht nochmal passieren, oder? Ich meine, jetzt kann ich nochmal gucken, ob wir direkt die Schwächen von dem Bomber auch anerkannt haben. Ja, Schwäche ist Eis und Wasser. Und absorbiert Feuer. Oh ja. Wird alles angezeigt. Alles super. Ach so. Oh, nee, warte. Ich kann sein, dass ich jetzt verrecke. Hm, knappe Sache auf jeden Fall. Kristallpunkte gibt es leider fürs Explodieren nichts. Oder beziehungsweise keine. Tja, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Grazers! So, Moment eben. Ich könnte hier rein theoretisch ja einfach mal sagen, zeige mir an die Tasten des Controllers, auch wenn die nicht korrekt sind. Aber kann man ja trotzdem mal machen. So, die waren zwar alarmiert, allerdings bin ich zuerst gegen ihn gelaufen, bevor er überhaupt irgendwas machen konnte. Habe ich jetzt irgendwie trotzdem ein paar Schaden? Nein, habe ich nicht. Das ist schade. Äußerst schade. So, Xeronoid, du bist dran. Das hört sich fast an, als ob es ein Pokémon wäre. Ist aber nicht. So, dann machen wir mal hier. Diversionsgefecht. Wir buffen und wir puffen. Ja, ganz genau. Genau das tun wir. So, einmal Anna für Vanille und Courage. Und einmal Dings für Sars und Dings. So. Dings und Dings. So, dann machen wir mal Doppelsequenz raushauen. Mögen die Prozente fliegen. Oh yeah. Hier sind wir. Boah, eigentlich ist es bei Stars völlig egal, oder? Ob wir jetzt nun also Brecher machen oder Verheerer, oder? Machen auch gleich viel Schaden, oder? Ja, also man könnte sagen, machen mit Stars gleich viel Schaden. Wie mit dem Brecher. Mit der Brecherrolle, meine ich. Und ja. Daher. I don't know. Alles gut. Kann ich irgendwas hier machen bei den Kesseln da hier? Nein. Okay. Okay. Huch. Kann ich irgendwas machen? Ne. Dann laufe ich einfach weiter. Anscheinend ist es kaputt. Schade, das hast du ziemlich gut beobachtet, Vanille. Ja, ihr wisst, was zuerst platt gemacht wird. Natürlich die Bomber. Eigentlich fängt man hier am besten mit einer Doppelsequenz an. Das ist nicht so gut. Gar nicht gut. Ja. Naja, du mich auch. Na, das ist aber nur mehr schlecht hier. Komm, zack, Kampf neu beginnen. Natürlich, neu beginnen. Wie ärgerlich das aber nur ist. Ja, wir müssen jetzt einen direkt ausradieren. Kann doch nicht so schwer sein. Schnell, komm. Komm, mach schon. Nein. Sind jetzt beide explodiert oder nur einer? Nein, doch, einer. Wollte gerade sagen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht überlebt. So. Wenn ich ja gerade schon mal dabei bin, dann buffe ich mich halt eben mal voll. So, dann haben wir jetzt gleich auch leichtes Spiel gegen den Bomber. Tja. Mach ruhig. Lass dich ruhig. Ah ja, dankeschön. So. Dann heil mal eben ganz kurz. Ich heile auch nochmal kurz mit dem Trank hinterher.
So, und dann können wir auch ganz normal Extermination auf den Gegner hier anwenden. Bomber sind blöd. Come on, Schockzustand for everyone! Na, wollte aber nur wieder Scheiße machen. Einfach nur Scheiße laber ich. Tja, ab und zu muss er auch noch sein. Ich meine, bei dieser Hitze, die gerade im Moment draußen sowieso ist, gerade im Moment ist, oder zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video ja halt eben gedreht wird, ist einfach nur draußen pures Sommerwetter. Ja, und ich sitze vorm Rechner und zocke FF13. Das ist schon richtig, das habt ihr richtig erkannt, aber er war jetzt die letzten drei Tage schon schwimmen und so und bla und haben gedacht so, nee, heute gönne ich mir erstmal wieder ein bisschen Freetime. Und ja, spiele da ja nochmal ein bisschen FF13. Schauen wir, was ich gleich danach mache. Vielleicht noch schwimmen. Wer weiß schon? Wer weiß das schon? Ich weiß zwar nicht, wie die kleinen Teile heißen, aber ich meine, die waren schnell erledigt. Gremlin. Ah ja, okay. Und wie konnte ich das nur vergessen? Die guten alten Gremlins. Feuer. Und wann kommt das Feuer? Ah. Oh, wie süß. 85 Schaden. Oh, ihr seid ja richtige Krasse. Mann, Sars fühlt sich cool, weil er kleine Gremlins kaputt gemacht hat. Ah, Sars. Du bist mir schon einer. Stopp! Es wird Zeit, dass du Rundumschlag lernst. Alter, ehrlich. Das hat immer nicht gereicht. Oh nein. Wieso? Das könnte so einfach sein. Bei Rundumschlag macht einfach hier, weißt du, und die sind alle am Arsch. So gut wie. Aber nein, natürlich sind sie das nicht. Boah, die können echt nicht viel, oder? Ganz ehrlich. Gibt schon schwierigere Gegner, definitiv. Aber hey, warum beschwere ich mich überhaupt? Ist doch alles in Ordnung. Geben schön 48 KP, Kristallpunkte. Alle super. So, ein Flammenbringer haben wir erhalten. Der bringt wahrscheinlich wieder plus 20% Reduktion auf Feuerschaden. So, von hier aus gesehen sieht das so aus, als ob ich hier ein bisschen mehr Wahl hätte, wo ich lang gehe und was ich genau mache. Zumindest sieht es erstmal so aus. Heißt nicht, dass es so unbedingt so sein muss. So, und daher gucken wir mal. So. Achso, ich kann hier nicht dran vorbeilaufen. Deswegen ist da so ein Stoppzeichen davor. Ah, ich dachte, das wäre einfach ein ganz normaler Punkt, wie die anderen eigentlich gerade. Aber gut. Na, guck mal, was haben wir hier für Gegner? Oh, kleine Bomberlines. So, wir haben ja gemerkt, es bringt gar nichts, vorher auf Dings umzuswitchen. Also bleibe ich hier lieber einfach in der Exterminations-Dings. Form. Oder Formation, eher gesagt. Gucken, wer stirbt. Niemand. Ich habe im letzten Moment den noch kaputt geschossen. Im letzten Moment, als er sich explodiert hat. Er ist schon explodiert, aber hat trotzdem keinen Schaden mehr gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Sars, Mann. Du bist ja ein richtiger Ingenieur, man. So, ab zum nächsten. Fuck. Ich dachte, das funktioniert. So, mal raten. Lass mich raten, es sind wieder zwei Stück, oder? Nein, es ist nur. Es ist nur ein Battle. Nice, der Scheiß. Yes, genau so muss das. Easy peasy erledigt. So, hier machen wir einmal Diversionsgefecht. Einfach nur, damit wir uns schöne was draufballern.
Eigentlich machen wir das auch nur wegen dem Courage-Buff. Zumindest eigentlich bei Sars. Anna kann Vanille zumindest gut gebrauchen. Egal. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, buffen wir einfach beides. Ja. Dann. Einmal Doppelsequenz. Dann einmal Partikularattacke. Nur um mich kurz hochzuheilen. So, dabei festigen wir auch noch einmal hier kurz den Balken. Den Schockbalken meine ich natürlich. Und bringen ihn dann in den Schockzustand. Und das war es eigentlich schon wieder mit dem Gegner. So gut wie. Ah ja, stopp, bevor wir weiterrennen. Aktivieren natürlich. Pulse-Machines can't be that different. Wie er einfach da mit den Fingern einfach überall auf irgendwelche Knöpfe da drauf tippt da und direkt eine Ahnung hat, was er da macht. Ey, kann doch nicht wahr sein. Irgendwas macht der Junge richtig. Oh, Hux, zwei Xenoroids. Okay, das ist nicht so. Ist nicht so sexy. Moment, da muss man hier. Da muss man hier definitiv ein bisschen buffen, bevor man da irgendwas schiebt. Aber wie machen wir das denn jetzt am besten? Dachte mal. Genau, machen wir schön erstmal D-Protest drauf. Ganz genau. So, hier fehlt nur noch eine Sache. Und zwar, dass er gegen Magie anfällig ist. Aber das kommt ja auch gleich hinterher. Oder? Schauen wir mal eben. Egal. Wir können auch zuerst einen kaputt machen, bevor wir den anderen kaputt hauen. Vielleicht auch eine gute Entscheidung, das so zu machen. So, ich muss nur gucken, ob das einfach nur ausreicht. Nicht, dass der Balken zu schnell weggeht. Das sieht mir nämlich gerade erstmal danach aus. No. Ja, geht nicht. Das ist einfach zu schnell. Das geht zu schnell weg, der Balken. Da muss man schon ein bisschen mehr mit Dings arbeiten. Ärgerlich. Mit dem Brecher. Oder mit Debuffs. Einen von beiden. Alter. Bin gerade fast verreckt. Vanille. Pass mal ein bisschen besser auf meine HP auf, okay? Das, war gerade ganz knapp. Aber kurz vor Feierabend. Boah. Die verprügeln mich alle, Leute. Die verprügeln mich. Nein, schnell angreifen. Angreifen. Greif an. Jawohl, so muss das. So, zack. Ja, sehr gut. Sehr gut, so. Aber Balken geht trotzdem so schnell weg. So, jetzt. Schockzustand. Und mach das Ding fertig, Mann. Kann nicht sein, dass das Ding immer noch lebt. So, aber von nun an wird es einfach. So, am besten packen wir den gleich noch mal mit Debuff drauf. Dann geht es auch mal ein ganz klein wenig schneller. So. Diversionsgefecht. So, du buffst wieder einfach ins Nichts, Sars. Das machst du ja gerne. So, du hast die Dinger schon aufgeballert, die Debuffs. Also, wollen wir wieder hier um switchen. Auch wenn ich, wenn das ein sehr unbehagliches Gefühl ist, so wenig HP zu haben mit Sars. Wobei, eigentlich sind wir jetzt safe wie sonst was. Müsste von nun an halt schnell gehen. Ja, unnormal schnell. Guck mal, wenn man die einmal in diesem Schockzustand drin hat, ne, dann, von dann geht's ja auch schnell. So, das gibt jetzt 2 Sterne. Ja, 3, okay. Guck mal, wie gut ich meine Leistungen hier einschätzen kann. Ach, hier ist niemals irgendwas durchgeschmort. Siehst du doch, funktioniert alles auf Anhieb. So muss das. Ich höre hier einen Schatz rumbaumeln, fliegen, kursieren, grasieren. Oh, warte mal. Da habe ich was gesehen. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wo ich hier mein Dings finde.
Mein Schatz. Ist nur so ein Gefühl, aber ein gutes. Ist die Frage, buffe ich mich oder buffe ich mich nicht? Ich würde sagen, nein, tun wir nicht. Ich glaube, es geht auch so schnell genug. So, wir haben fast 150%. Perfekt, alles klar. Also man merkt schon, auch ohne Buffs und ohne Debuffs machen wir viel, viel weniger Schaden an den Gegner. Aber ich meine, zum Ausgleich daher, sag ich mal, die Zeit, die wir dafür investieren würden, uns zu buffen und denen zu debuffen, machen wir den wahrscheinlich auch genauso schnell einfach so kaputt. Wobei man sieht echt, wie viel das ausmacht eigentlich. Der überlebt so eine Dingsphase fast. Also locker. Also der überlebt so eine Schockphase sogar. Also wenn das nicht heftig ist eigentlich, wenn man das einfach mal so nebeneinander stellt, dann weiß ich auch nicht. Heftig, habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe gedacht so, boah, würden wir locker irgendwie kompensieren oder so in der Zeit, aber ist ja schon ein Unterschied, ehrlich. Eine Phönixfeder, du konntest mir auch jetzt kein besseres Item geben, ne? Stopp, nochmal hoch. Hier. Better not electrocute myself. Aha! It's alive! Way to go! Ja, die haben wir wohl auch aufgeweckt, aber die sind eigentlich relativ haarig, glaube ich, sogar. Also ich glaube, die hielten wohl was aus, wenn ich mich jetzt gar nicht komplett täusche. Mal kurz schauen. Sag mal, verpasse ich eigentlich irgendwas, wenn ich jetzt da langlaufe? Oh ja, doch. Tatsache, hier ist noch ein Schatz. Ich habe da gerade noch was schweben gehört, aber ich habe es überhaupt gar nicht gesehen irgendwie. Vitalisator. Oh ja, wir könnten theoretisch solche Items nochmal verwenden. Oder wir lassen es einfach. Oh, wir können die auch vielleicht einfach sogar hier rauslocken. So, eigentlich aber das ein Präventivschlag, um ehrlich zu sein. Ey, wie? Das war kein Präventivschlag. Wollt ihr mich verarschen? Oh nein, explodieren. Finde ich gar nicht gut. Hau rein, Sars. Also was mit dir? Okay. Das war's nicht mit mir. Alles gut. So. Diversionsgefecht. Ihr wisst ja, es hat sich vorhin gelohnt. Also wird es sich auch diesmal lohnen. Vielleicht Courage nicht, aber dann andere. So, und jetzt einmal Partikulardichte. Wie sage ich eigentlich immer Partikulardichte statt Attacke? Gibt es zufällig irgendwie auch Partikulardichte? Weil irgendwie weiß ich nicht, woher ich das Ganze habe. So, das ist gefährlich so. Oh nein, falsche Rolle. Eigentlich wollte ich Partikulattacke machen. Attacke, schnell, schnell, bevor das weggeht. Eilig, boah. Ja, wenn diese Prozent jetzt weggegangen wären, ne? Ich habe mich umgebracht. Aber Vanille, jetzt Angriffe, schnell. Yes, genau so muss das sein. Und nicht anders. Jawohl, perfekt. So, jetzt wirst du exterminiert, my friend. Oh, warte, du bist noch gar nicht so richtig magieanfällig, ist mir gerade aufgefallen. Da kann was nicht stimmen. So. So, jetzt hast du es, glaube ich, oder? Bist du eh geschädigt. Yep. Oh, jetzt fehlt D-Protest, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Egal. Es müsste reichen, den jetzt in Schockzustand zu bringen. So. Theoretisch könnten wir ihn wahrscheinlich so platt machen, aber
Geh auf Nummer sicher und heile mich. Und dann nochmal eine Doppelsequenz. Richtig Taktik hier, meine lieben Freunde. Richtig Taktik. Oder Taktik. Tick-Tack. Tick-Tack. So, erledigt. Zum Glück, ey. Oha, da haben wir wieder einen Schatz. Schauen wir mal, was wir da dran haben. Bestimmt nichts Nützliches. Hm? 300 G. Ah, gib schön aus. So, Sas, du kriegst deinen Rundumschlag endlich. So. Sonst noch was? Augmentor? Kann ich hier noch Fähigkeiten lernen? Magie, ja, 0 von 3, definitiv. Also da gibt's auf jeden Fall was zum Lernen. Ach so, dann kann ich mir auch alles anzeigen lassen. Na, warum nicht? Keine Ahnung, kann ja auch so bleiben. Ist ja nichts verkehrt dabei, wenn ich alles angezeigt kriege. So, was hast du denn jetzt hier noch so schönes? Verheerer, I know what to do, aber... Gucken wir lieber mal Manipulator, gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier oben direkt einen neuen Spell. Oder auch nicht. Tja, hätte ja klappen können. Wir brauchen verdammt viel KP, um ein weiteres Spell zu lernen, wisst ihr das? Das ist schon langsam etwas unangenehm. Aber naja, kann man jetzt machen. We gotta sleep somewhere. This look okay? Yeah. Fine by me. All set. Okay, good night. Not a care in the world. Understood? Grow up. And good night again. Did you just go to sleep already? Naja, stimmt schon. Ich frag mich gerade, wie alt Vanille eigentlich nochmal war. I don't know. Aber die war doch schon 18, 19? Ich weiß gar nicht, wie alt ist Vanille nochmal.